Drop this bass. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Reacting-Video von Tube Clash Final Clash. Ja, letztes Mal war es so dunkel, ich weiß, bei den letzten Folgen. Deshalb habe ich heute eine Lampe dabei. Die habe ich hier hingestellt, damit man besser mich erkennen kann. Okay, dann quatsche ich nicht lang um den heißen Brei drumherum. Lasst uns starten. Die Zeit ist reif für neue Clash, doch diese Welt ist es nicht. Sobald ich weiß, aktivieren die Amulette das Device. Dann läuft die Insel wieder geschmeidig. Wir müssen die Amulette mit Energie des blauen Eises volltanken. Wir müssen den fertig machen. Los, Manu, bring mich in Sicherheit. Manuel, kommst du? Leute, es gibt keinen Grund mehr zur Beunruhigung. Ach nee, und dass der Eisberg schon wieder zu leuchten beginnt, ist auch ganz normal, oder? Shit, es wird wieder schlimm. Jungs, helft mir schnell! Hier! Was passiert nicht? Los, wir müssen weg hier! Was sollen wir nur tun? Kissen! Ja, Horrorkissen wurde rausgevotet. Stimmt. Intro! Ich mag es wirklich sehr, weil ich überspringe. Mach mal Ton leiser, dann kann man mich vielleicht besser hören. Okay. Okay. Ein paar Charaktere haben wir ja noch gar nicht gesehen. Wie zum Beispiel Julian Bam. Entschuldigung. Julians Block oder Zombie, LeFloid und so weiter. Alle nur? Nicht, dass ihn Clash 1 gefangen hat und... Wenn ich du Doch, wäre... Doch, haben sie. Nicht schon wieder, Luca. Doch, Mann. Wenn ich du wäre, würde ich mal zum Eisberg schauen. Der leuchtet nämlich schon wieder. Irgendwas muss passiert sein. Und wenn wir am Eisberg sind, können wir Eis essen. Eis, wie Kottbrüder. Ja, wie Kottbrüder. Das Panda GLP hat ihn. Bereit zum Kampf? Mhm. Hey, du, rück unseren Freund wieder raus! Was? Du bist doch der mich weggetackelt hat, als ich meine Freunde wiedergeholt habe. Nein. Ich bin Tony Macaroni. Du fandst Ali, hm? Doch, Tony. Ich bin der Manuel. Ich gehe auf die Straße und kauf mir mehr. Ja, hallo, mein Name ist Luca. Wir sind seit Wochen im Krieg. Du könntest dir ruhig mal unseren Namen merken. Ja. Hallo, Kuro, Luca. Hey, da ist ja Sturmi. Oh nee, was ist mit dem? Sturmi ist eingefroren immer noch. Als der Eisberg zuletzt herrlich. So beleuchtet hatte. Das heißt, die Stadt ist unbesetzt? Manuel, lass. Besser geht's nicht. Planänderung, Palette, kein Fuß mehr. Ihr habt Kosenamen? Ist ja mal voll. Ja! Kuro. Kritischer Fehler. Prozesse werden beendet. Verdammt! Los, auf zur Tube! Weg vom Eisberg! Aber das sind meine Freunde! Irgendwas passiert hier und Sturmi... Schluss jetzt! Los! Bombe. Ah, jetzt hat's die beiden auch noch erwischt. Naja. Macht, dass ihr wegkommt! Nein! Keiner aus dem Team wird zurückgelassen! Aber ihr könnt nichts mehr für sie tun! Wenn doch nur diese verdammten Amulette wieder funktionieren würden... Achtung! Selina! Ich kann es nicht lange halten! Und jetzt her hier! Irgendwas läuft hier gewaltig aus dem Ruder! Ja, glaube ich auch! Das gesamte System kommt zu einem Fehler! Defragmentierung wird eingeleitet! Oh nein! Oh Scheiße! Nicht schon wieder! Keine Defragmentierung! Passiert da was? Oh. Okay. Jeder
Muskel meines Körpers schreit doch, wollen wir beide nicht verstehen. Ja. Dieser Multi wird zum Singleplayer now, weil die Wolken nun zu Boden gehen und die Skyscraper weinen Rauch. In der Mitte dieses Albtraums, wir renn hinauf, fliege raus, ich bleib. Bitte lass mich einfach hier. Ach, Mann, was war das denn? Oh, das geht anders. Ach, Mann. Oder willst du doch lieber das erotische Ach, Mann lernen? Ach, Mann, Baby. Was? Der Fuck? Leute, sie ist verschüttet. Hä? Der Berg muss zusammengebrochen sein. Eine Defragmentierung. Das bedeutet, erst gibt es einen Shutdown. Blackout, sag ich ja. Und dann wird alles, was Speicher frisst oder die Datei verwirrt, neu geordnet. Neuordnung klingt doch gut. Naja, wie man's definiert. Also müssen wir schnellstmöglich wieder Platz im System schaffen. Noah, die Amulette. Oh, es funktioniert wieder. Das muss wegen dem Shutdown sein. Was? Die Amulette sind anscheinend zu schwach gegen den nun völlig festgefahrenen Eisberg. Aber wenn wir sie mit Energie des blauen Eises stärken, dann können wir einen Handstand machen. Was? Ja, dann sind sie stark genug, um Kissen zu befreien. Ich dachte nur, ich mache dieses Wir beenden gegenseitig unsere Sätze-Ding ein bisschen lustiger. Du verwirrst mich manchmal. Ihr taut also leuchtendes Eis? Dann haben wir gleich einen perfekten Start für euch. Los, kommt uns nach. Okay. Wetten war Stormy. Was war das? Verdammt, wieder so ein Blackout. Ich. Nein. Sind wir bei Alplali? Boah, verdammte Lagstep-Scheiße hier dauernd. Lagstep. Nice. Jetzt spürst du meine. Ungefragane Wurst, nice. Titans lieben nämlich Chicken, frag mal Grund nach Frikadella. Netter Tipp, danke Ureinwohner. Vielleicht hat sich das aber auch schon erledigt. Was? Schau doch selbst, da! The fuck? Gut, ich finde zwar ein Sperrnetz auch getan, aber... Das in ihrer Hand dort, an ihrem Herzen ist doch... Oh, Max? Hi, hat jemand ein bisschen Sonne für mich? Ich hasse Kälte. Ach so, jetzt verstehe ich's. Titan-Modus. Und ihr meint also, ihr könnt ihn befreien. Nicht nur das, wir können die Energie des Eises außerdem nutzen, um später den Eisberg zu zerstören. Ich wusste, sie sind bei Stormy. Und dann läuft alles wieder glatt. So weit der Plan. Das wäre ja super. Keiner müsste mehr um seinen Platz hier Krieg führen. Bereit? Los. Boah, Leute, danke. Wir danken für die Energie. Und wie viel war's? Was? Na, Energie, bestimmt eine Million, oder? Ja, ja, mindestens eine Million. Juhu! Mimi? Ja? Ich hab doch gesagt, Neuordnung ist gut und du meintest, wie man's nimmt. Ja. Hast du kurz Zeit für eine Erläuterung? Die Welt jagt praktisch alles, was viel Speicher frisst, durch Creeper-Mobs selbst in die Luft. Viel Speicher, Clasher zum Beispiel? Ich frag nur, weil deine Herde Creep auf uns zukommt. Wirklich? Aufteilen, schnell! Los! Warum Creeper? Los, spring auf! Was war das? Es gab wieder diese Spinne. Wie konntest du meine Freunde nur zurücklassen? Hier brennt. Um dich rum steht Eis und Slam und du. Ja, im Gegensatz zu dir kümmere ich mich um mehr als immer nur um mich selbst, Manu. Du meinst Manuel? Nein. Und wo ist Schmetter? Weltklasse. Gibt jetzt doch Spanferkel und er wurde gegrillt? Warte, wir sind doch jetzt Katzbrüder und du zeigst mir die Waffe. Gehen die doch eh alle drauf. Oh, bist du echt so blöd? Es gibt keine Waffe, Manu. Die habe ich mir ausgedacht. Meinst du echt, ich würde meine Freunde so hintergehen? Mich hast du so hintergangen. Was denn wohl heißt? Manu? Nein, schon gut. Ich bin durch und durch eine einzigartige Maschine. Sowas toucht mich nicht. Ich wollte nicht, ja. Also... Verzieh dich. Als Geisel bist du nutzlos. Aber... Ja! Was ist das? Eine Zeitmaschine. DeLorean. Los, Melina, da lang. Aber wer ist da drin? Tim, wo bleibst du? Ach ja, Tim war auch lange. Schon da. Ach so.
Das ist das erste Mal, dass man Tim sieht. Manu? Tade! Ich hab so unglaublich viel gesehen. Wegen ihm. Die Insel wieder. Aber irgendwann wusste ich, ich muss nicht alles andere hinter mir lassen. Die anderen, die es nur überlebt haben? Darum bin ich wieder hier. Es war ganz leicht. Weil ich euch vermisst habe. Die ganze Zeit. Weil ich dich vermisst habe. Zurückkommen kann? Es ist nur noch einer übrig. Aber wenn der uns erwischt, sind wir erledigt. Er holt uns ein. Es tut mir leid, Melina, dass ich nochmal den Anführer spielen muss. Tim. Stegi. Bringt euch in Sicherheit. Lasst dich nie wieder hier blicken. War das die Folge? Ja, das war die Folge. Oh, es ist so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder ob ich überhaupt was sagen soll. Wir müssen nächstes Mal weitersehen, wie es weitergeht. Es wird immer spannender. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber es wird wirklich immer spannender. Okay, Leute, das war wieder eine Folge Final Clash. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und ich sag tschüss.